أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله dass Allah Ta'ala uns hier versammelt hat in diesen Sitzungen und in diesen Kreisen, die Allah Ta'ala segnen lässt und bei denen Allah Ta'ala die Engel als Zeugen dafür nimmt, dass er denjenigen, die teilhaben an diesen Sitzungen, vergibt, insha'Allah. Wir haben alhamdulillah heute zwei Gäste aus dem Ausland, besser gesagt aus dem Kuwait, die uns besuchen und von denen wir insha'Allah heute profitieren werden. Wir versuchen das so zu machen, dass ich das eine, das auf Arabisch gesagt wird, ungefähr nach 5 Minuten immer übersetze. Da das nicht immer so angenehm ist, versuchen wir eine ziemlich kurze Sache zu machen und dann das Programm zu öffnen für verschiedene Fragen, weil ich glaube, einige von euch werden davon profitieren, Fragen zu stellen, inshallah. Bevor wir aber anfangen und ich das Wort übergebe, möchte ich euch diese Persönlichkeiten inshallah vorstellen. Auf meiner rechten Seite, beginnen wir mit rechts, ist Sheikh Dr. Ahmed Abdurrahman Al-Kous. Er hat studiert in der Imam Saud Universität in Riyadh. Er hat dort seinen Bachelor abgeschlossen und hat danach weiter studiert im Magister in Marokko, in Tetouan, und hat dort das Magister abgeschlossen in den Fiqh-Angelegenheiten und auch in den Usul-Din. Er hat jetzt sein Doktorat abgegeben und hat das akzeptiert bekommen. Und er hat seine Lizenz, seine Dissertation in der Frage um eine Ansicht im Tafsir der heutigen Tage und ein Vergleich zum Tafsir der klassischen Zeit. Also es ist ein bisschen vielleicht zu viel oder zu kompliziert für uns. Nicht jeder interessiert sich dafür, aber es ist gut zu wissen. Er hat unter anderem bei Sheikh Nasruddin al-Albani rahimahullah studiert. Er war auch bei Sheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Er war auch bei Sheikh Abdulaziz bin Baz. Er war bei vielen anderen, die euch vielleicht weniger sagen, bei Sheikh al-Barak. Er war auch bei Abdurrahman al-Barak. Er war auch bei Sheikh Jibrin. Den kennt ihr vielleicht auch, und noch viele andere, die wir hier vielleicht nicht zu lange auflisten wollen. Alhamdulillah, dass wir heute von ihm profitieren. Er hat in seinem Land in einem Departement gearbeitet. Zuerst war er der Führer für das Departement für religiöse Angelegenheiten und Erziehung. Jetzt hat er dieses Departement abgegeben und konzentriert sich auf soziale Angelegenheiten. Er ist spezialisiert heute in seiner Arbeit für die Sache oder die Angelegenheiten der Behinderten. Er hat darüber auch ein Buch geschrieben, der Umgang im Islam mit den Behinderten. Es gibt viele andere Bücher, die er geschrieben hat, und zum Beispiel auch in Fragen des Usul al-Fiqh, also wenn ihr davon profitieren wollt, macht das. Auf meiner linken Seite ist Sheikh Rashid al-Uleymi, ebenfalls aus Kuwait, hat sozusagen, haben sie zusammen studiert an der gleichen Universität, haben auch von den gleichen Gelehrten profitiert. Er hat ebenfalls ein Doktorat in Frage des Tafsir, aber spezialisiert auf Aqida-Fragen, ob die heutigen Tafsir insgesamt mit den Aqida-Fragen der klassischen übereinstimmen oder ob es mehrheitlich Abwendungen gibt und ob man in eine Ära der neuen Verständnisse in der Aqida fällt. Das war seine Fragestellung. Und er hat die Dissertation abgegeben. Alhamdulillah, er ist heute Professor in Kuwait an der Universität in der Erziehung, also Ulum al-Shar, die religiösen Wissenschaften oder Religionswissenschaft, oder wie man das übersetzen will. Alhamdulillah, er wird den zweiten Teil übernehmen unseres heutigen Treffens, und von ihm könnt ihr auch einiges profitieren. Er hat
ein Buch geschrieben, 800 Fragen zum Hajj und Umrah, von dem man viel profitieren kann. Und er ist momentan ein Buch, er schreibt ein Buch momentan über die Frage, wie der Muslim in Europa mit den anderen umgehen kann. Und deshalb ist er eigentlich auch nach Europa gereist. Er will das weiterziehen, das wird nicht seine letzte Reise sein. Er will sich dem widmen, weil er gefunden hatte, dass es keine Literatur auf Arabisch gibt, die den Arabern klar macht, wie man in Europa wirklich und mit welchen Problemen man wirklich konfrontiert ist und wie man umzugehen hat mit diesen Problemen. Und er nimmt dabei auch viele Ratschläge auf von den hiesigen Muslimen in Europa. Und er hat schon eine ganze Liste von schwedischen Muslimen und hat auch hier von uns ein bisschen profitiert und wird sicher weiter profitieren. Barakallahu fikum, und ich übergebe das Wort unserem Sheikh, inshallah, Sheikh Ahmed Al-Kus. Tafadhal, inshallah.